Gut, jetzt schauen wir uns zum Schluss nochmal den Schnitt halt an. Im Endzustand würde ich ganz gerne natürlich auch die verschiedenen Bauphasen nochmal darstellen. Warum habe ich die Modelle immer dupliziert? Weil ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, ganz einfach die verschiedenen Bauphasen, Bauzustände auch nochmal einzublenden. Das können wir hier im Register Modell halt machen, indem ich die beiden Modelle halt auswähle, den Anfangszustand und den Bauzustand. Die werden jetzt zunächst einmal geladen. Ich mache mal die Schnitze ganz groß jetzt an der Stelle. Und ja, jetzt kann ich zum Beispiel hier zunächst einmal den Anfangszustand einblenden. Das war ja das Urgelände. Die Art der Darstellung ändere ich hier, dass ich also nur die Füllung mal ausschalte. Und den Linientyp wechsle ich auch gerade nochmal. Und vielleicht nehme ich da auch einen farbigen Stift dazu. So, das ist ja unser Urgelände. So stellt sich das dann dar. Vielleicht auch kurz noch eine Beschriftung gemacht. Dann nehmen wir in Konstruktionsrichtung. Kann ich ja mit der Taste L kann ich den Winkel hier herausgreifen. Und den Text, den wollen wir natürlich auch eintragen. Da schreibe ich mal Urgelände rein. So. Vielleicht auch die Farbe nochmal angepasst. Ja, und als letztes würde ich jetzt nochmal den Bauzustand auch hinterlegen. Und hier ändere ich die Art der Darstellung ganz einfach mal. Die Füllung schalte ich aus. Dann wähle ich einen anderen Linientyp für die Darstellung dieser Geländeoberkante. Und ja, als Farbe nehmen wir mal ein Rot. So. Dann sieht das Ganze so aus. Den Text, den kopiere ich mir jetzt einfach nochmal so und schreibe da Bauzustand mal rein als Text und als Farbe nehmen wir ein Rot. So, dann haben wir die drei Zustände sozusagen an einer Stelle. So ein kleiner abschließender Tipp, wir sehen ja alle Referenzierten oder alle Elemente, die nicht in der aktiven Folie sind, die stellen sich dann so dar. Man kann über Ansicht Bildschirmdarstellung, kann man diese gegraute Darstellung, das Blasszeichen kann man deaktivieren, dann bekommt man das dann also so dargestellt, wie es letztendlich auch gedruckt wird.